Was wäre, wenn Son Goku oder auch Kakarot als Saiyan aufgewachsen wäre? Vorab, Leute, ich weiß, das Video hätte viel früher kommen sollen. Aber folgende Sache, und zwar, ich habe dieses Video jetzt dreimal geschnitten, also den kompletten Schnitt mit den Bildern oder Szenen oder was auch immer. Und das ist jetzt das vierte Mal, wo ich das Ganze aufnehme, weil es mir einfach überhaupt nicht gefallen hat. Das Ding ist hier, es ist ja nicht das erste Mal, dass ich ein Was wäre wenn Szenario gemacht habe. Und wie ich oft angesprochen habe, in Dragon Ball ist es sehr, sehr gut, so etwas zu machen, weil es sehr gut funktioniert. Wir hatten Vegeta und wir hatten letztens auch das Szenario auf der Erde ohne Son Goku. Dort kann man mit ein bisschen Wissen der Story und eigener Kreativität eigentlich eine Alternativ-Story kreieren. Das funktioniert in den meisten Fällen ziemlich gut. Hier ist es jedoch dadurch, dass alles komplett anders ist, nämlich dass Son Goku bei den Saiyajins aufgewachsen ist, also Vegeta, Nappa und Raditz, verändert sich so einiges und viele Grundbausteine von der Story verändern sich, die notwendig sind, dass dieser Konfliktaufnahme überhaupt stattfinden kann. Deswegen habe ich mir ein bisschen schwer getan. Ich habe ein Video gemacht, wo ich sehr, sehr viel Kreativität reinfließen lassen habe. Ich habe ein Video gemacht, wo ich es komplett rausgelassen habe und habe mich jetzt dazu entschieden, einen kleinen Mix zu machen. Und zwar, im Grunde werde ich das Ganze jetzt erklären, wie die Story ungefähr abgelaufen wäre, aber ich werde ein bisschen mehr das grob erklären, weil man die genauen Story-Abläufe nicht so gut hinbekommen kann, ohne dass man zu viel eigene Fantasie mit einfließen lässt. Auf jeden Fall, unterm Strich ist diese Geschichte von Son Goku oder Kakarot, der bei Vegeta, Raditz und Nappa aufwächst, eine Geschichte von den Saiyajins, wie sie ihre Rache bekommen. Denn das Charakterliche ist hier extrem wichtig. Also die Grundlage oder die Grundvoraussetzung ist, dass Bardock Son Goku nicht auf die Erde schickt, sondern auf den Planeten schickt, wo Raditz ist. Und das ist eine Sache, die gar nicht so unwahrscheinlich ist, weil Gina hat angesprochen, dass sie in Kontakt mit Raditz stand, bevor das Ganze passierte auf Planet Vegeta. Also kann man sagen, hey, Bardock könnte die Koordinaten kennen. Und auch wenn er gesagt hat, dass Vegeta ein schwieriger Typ ist, mit dem man lernen sollte umzugehen, denke ich, wäre es die zweite Option, nach der Erde ihn dorthin zu schicken, weil er dann ja in Sicherheit wäre. Auf jeden Fall gehen wir erstmal damit mit, dass Son Goku auf den Planeten geschickt wird, wo Vegeta, Raditz und Nappa sind. Ja, dort sind noch zwei andere Saiyajins, aber die lasse ich für das Was-wäre-wenn raus, weil ja, die sind vermutlich irgendwann gestorben und gut ist deswegen, die sind total egal. Also, kommen wir zum Charakterlichen von Kakarot und ich werde den Namen in diesem Video ein bisschen vermixen, also Kakarot, Son Goku, das werdet ihr dann schon merken, aber ich meine immer diesen Saiyajin-Charakter Kakarot, deswegen so viel dazu. Also, wenn ich das Video vor ein paar Jahren gemacht hätte, wäre es recht einfach. Dann wäre es einfach so, Son Goku ist böse und arbeitet für die Freezer-Armee und das war's so ziemlich. Dann ist er halt ein böser Saiyajin, wie er sie in der Namek-Saga oder in der Saiyajin-Saga kennengelernt hat. Er wäre genau einer von ihnen. Doch mit Toriyamas kleiner Änderung der Story der Saiyajins sieht das ein wenig anders aus, denn durch Toriyama hat sich das sehr stark in eine andere Richtung geändert. Und zwar, der Klaps auf den Kopf von Son Goku ist nicht wirklich das Ausschlaggebende gewesen, denn Toriyama redete in einem Interview davon, dass es Saiyajins gibt, auch in Universum 7, die vom Herzen gut sind bei der Geburt, wie zum Beispiel Gine. Gine ist ein herzensguter Mensch oder ein herzensguter Saiyajin, um das politisch korrekt auszudrücken. Auf jeden Fall, Bardock und Vegeta sind Beispiele für welche, die sich ändern können. Bardock meint ja auch, hey Gine, du hast auf mich abgefärbt. Was machen wir also mit Kakarot? Ich denke, in seinen frühen Jahren wäre er so wie Bardock nur ein wenig dümmer, jedenfalls vom Verhalten. Doch ich denke, im Kern bleibt Goku immer Goku, auch wenn er Kakarot heißt. Also denke ich, auch wenn er anders aufwächst, wird der Wert von seinem wahren Kern immer noch da bleiben. Doch der Wert eines Lebens wird er nicht kennen. Ich denke wirklich, dass Kakarot in diesem Fall viele Planeten erobern würde und für die Freezer-Armee arbeiten würde und somit auch viele Unschuldige töten würde, weil er gar nicht verstehen würde, was er da genau tut. Er braucht diese gewisse Reife, die ihn verstehen lässt, dass das, was er tut, falsch ist. Und das, denke ich, wird bei Kakarot ausschlaggebend sein im späteren Verlauf dieser Story. Jedenfalls anfangs wird er viele Leute besiegen. Das heißt hier auch, dass er viele Zenkai-Boosts haben wird, weil er im frühen Verlauf schon viel kämpft. Und auch wenn Vegeta zu Anfang der Saiyajin-Story nicht so stark ist im Vergleich mit zum Beispiel Freezer, würde ich hier sagen, dass Kakarot sehr viele Zenkai-Boosts bekommen würde, sehr viel trainieren würde. Natürlich hätte er jetzt nicht die Senseis, die er auf der Erde hätte, aber ich denke, da kann man auf jeden Fall einen Ausgleich schaffen. Das einzige Manko ist hier die Kaioken und die Gekidama, die er nicht hat, aber abgesehen davon, denke ich, sollte seine Base weitaus stärker sein, weil er eben viel, viel mehr kämpft und viel öfter dem Tod entkommt. Ich denke, diese ganze Umgebung der Saiyajins boostet sowieso alle. Ich denke, Nappa, Vegeta, Raditz und Son Goku würden
würden alle davon profitieren und Son Goku würde, wie gesagt, viel, viel stärker sein. Es würde aber auch heißen, dass er viel, viel kaltblütiger wäre und ich denke, dieser Kakarot wäre ein Typ, der sich wirklich nur für seine Rasse interessiert. Ich denke, seine Kameradschaft ist wirklich sehr, sehr hoch und ich denke, später in der Kombination, dass sie erfahren, was wirklich mit Planet Vegeta passiert ist, wird sie noch steigen, weil wir müssen davon ausgehen, dass Son Goku und der Rest nicht wirklich einen Gedanken daran verschwenden, warum denn Bardock und Gine Kakarot von Planet Vegeta weggeschickt haben. Zu Anfang werden die einfach denken, dass es ein Zufall war oder dass die Kandidaten nicht gestimmt haben oder sonstiges. Aber im späteren Verlauf, wenn die wissen, dass Planet Vegeta von Freezer absichtlich ausgelöscht worden ist, dann wird dieses Wegschicken von Bardock und Gine eine Rolle spielen, weil Goku dann erkennt, hey, meine Eltern haben mich gerettet vor der Auslöschung von den Saiyajins. Darüber hinaus ist Freezers Partei ja auch wichtig. Und zwar, Freezer hat die Saiyajins ausgelöscht, weil er Angst hatte vor einem Super Saiyajin. Und die Sache ist die, er hat die Saiyajins dann leben gelassen, weil er einfach, ja, Spaß dran hatte. Es war sadistisch von ihm, den Sohn von König Vegeta am Leben zu lassen. Deswegen, es war einfach Freezer-like, wie man ihn kennt. Und wenn ein Saiyajin mehr da wäre, würde es keinen Unterschied machen. Das Ding ist aber hier, es ist der Saiyajin, der dem Saiyajin sehr, sehr ähnlich sieht, der ihm, ja, Widerstand geleistet hat, nämlich Bardock. Aber ich denke, Freezer wäre in seiner Arroganz immer noch so weit, die am Leben zu lassen und einfach, ja, mitzumachen, ohne irgendwelche Sorgen. Kommen wir ganz kurz zu Raditz. Und ich denke, Raditz ist eine sehr wichtige Partei. Ich weiß, Raditz ist sowieso ein sehr, sehr lieber Charakter oder ein Favorite-Charakter von vielen Fans in der Community. Ich denke, Raditz ist ein Charakter, der sehr stark beeinflusst wird von seiner Umgebung. Heißt also, ich denke, wenn Raditz als Beispiel auf der Erde aufgewachsen wäre, würde er sehr, sehr wahrscheinlich genauso wie Son Goku sein oder ähnlich sein. Ich denke, Raditz ist vom Kern kein böser Charakter. Ich denke, Raditz lässt sich sehr, sehr stark beeinflussen. Das heißt, dass durch die Präsenz seines Bruders Kakarot wird Raditz im späteren Verlauf einen anderen Weg gehen. Und ich denke, Raditz wäre auch warmherziger. Ich denke gerade, Raditz und Kakarot hätten eine sehr, sehr brüderliche Beziehung. Also ich würde das gar nicht mal unterschätzen. Ich finde, Raditz gerade, weil er auch der Sohn ist von Bardock und Gine, würde so ein Typ sein, der eben sehr, sehr stark für seinen Bruder einsteht, für seine Saiyajins einsteht und deswegen würde diese Brüderlichkeit viel größer sein. Weil mit Nappa und Vegeta war es ein bisschen scheiße aufzuwachsen für ihn, weil er im Prinzip Dreck für sie war. Deswegen kann man schon verstehen, warum Raditz so ein Typ geworden ist. Das kann man auf jeden Fall nachvollziehen. Ich meine, Leute, Vegeta hat Nappa gekillt, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden. Das muss echt die Hölle gewesen sein, mit denen aufzuwachsen. Gerade weil Raditz halt so viel schwächer war als Vegeta und Nappa. Aber ich denke, hier wäre er stärker und hätte auf jeden Fall ein angenehmeres Leben mit Son Goku. Also könnte für später auf jeden Fall noch wichtig werden. Vegeta wäre so ziemlich das Gleiche, weil Vegeta wäre immer noch verdammt stolz. Er würde immer noch diesen Kampf haben mit Son Goku. Aber er würde im frühen Stadium dieser Story nicht wirklich anerkennen, dass Son Goku ein starker Saiyajin ist. So würde ich Vegeta einschätzen. Bei Nappa ist das Ding, Nappa kann man ja generell fast gar nicht einschätzen, aber ich denke, Nappa wäre so ein bisschen der nette, coole Onkel von Son Goku. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Nappa zu Son Goku böse sein würde. Also ich würde den schon ein bisschen lieber einschätzen gegenüber den Leuten, die er mag. Also denke ich, Nappa wäre auch hier eine lustige Option für Son Goku, ein schönes Aufwachsen zu haben. Das hört sich zwar total strange an, aber ich denke, mit Nappa wäre das auf jeden Fall so. Kommen wir also ein bisschen zum Fleisch der Story, wo die Schwierigkeit auftreten. Und zwar das Ding mit den Dragon Balls. Wir wissen, dass Raditz auf den Planet Erde gegangen ist, weil er wusste, dass sein Bruder dort ist. Und dort haben wir dann durch den Scouter erfahren, dass es Dragon Balls gibt. So. Freezer hat dann auch später durch den Scouter erfahren, dass es Dragon Balls gibt. Und da nämlich Namek da ist, sind sie darauf gekommen, dass es auf Namek Dragon Balls gibt. Und hier kommen wir zur Problematik. Und zwar, die Sache ist die, wenn wir wirklich sagen, dass das nicht passiert, was halt der Fall ist, weil die würden nicht auf die Erde kommen, dann wissen wir, dass die Information der Dragon Balls zurückgehalten wird. Warum sage ich hier zurückgehalten? Die Sache ist die, früher oder später würde Freezer auf Namek treffen oder auf Namek landen oder das Ganze erobern und dann von den Dragon Balls Wind bekommen. Und das würde heißen, dass er dort seinen Wunsch bekommt. Natürlich vorausgesetzt, dass er den auch wünschen kann wegen der namekanischen Sprache. Aber dieser ganze Battle auf Namek würde nicht passieren, weil die Parteien Freezer und Vegeta nicht gleichzeitig oder zeitnah von den Dragon Balls erfahren. Das heißt, es muss dazu kommen, dass Freezer dort angreift, weil er das weiß und die Saiyajins die Informationen bekommen und auch dorthin gehen. Also dieses ganze Battle of Namek-Szenario ist ein bisschen schwierig, aber wenn wir sagen, dass beide zeitnah von diesen Dragon Balls erfahren, könnte es Sinn machen, dass alle dort wirklich hingehen. Also die Freezer-Partei und die Saiyajin-Partei. Ich denke, gerade weil Son Goku dann im kritischen Alter ist, müsste er davor ein bisschen eine Selbsterkennung gehabt haben, dass er versteht, was er wirklich falsch gemacht hat in seinem Leben davor
und so weiter und so fort. Ich denke, das Ausschlaggebende für das Erwachen von Son Goku wäre ein Kampf gegen Dodoria, wenn er halt erfahren würde, weil Dodoria hat damals die Information ausgespuckt, dass die Saiyajins von Freezer ausgelöscht worden sind. Aber warum würden sie kämpfen? Sagen wir mal, Vegeta lügt Raditz und Goku an. Sie sind auf Namek und kämpfen für die Dragon Balls, weil Freezer sich irgendwas Dummes wünschen würde oder so. Oder Vegeta droht ihnen das einfach. Oder allgemein kann er auch die Wahrheit sagen, dass Freezer diesen Wunsch nicht bekommen darf, weil sonst ist alles aus. Also eigentlich ist es gar nicht so schwer, sowas zu craften. Also sagen wir, die Saiyajins treffen auf Namek ein und kämpfen dann dort. Wie gesagt, Son Goku ist stärker, als wir ihn kennen von der Baseform, aber trotzdem ist es ein bisschen schwierig ohne die Kaioken. Also würde ein Kampf nach dem nächsten stattfinden und ich denke, es wäre am besten, wenn Goku gegen Dodoria kämpfen würde und dort dann erfahren würde, was mit den Saiyajins wirklich passiert ist. Beziehungsweise Raditz ist auch noch dabei. Raditz wäre dann derjenige, der das ein bisschen später zusammensetzen würde, was wirklich passiert ist, und Vegeta und Nappa würden das dann schlussendlich auch erfahren. Also, Goku kommt zu der Erkenntnis, dass die Saiyajins von Freezer ausgelöscht worden sind und wie gesagt, dieser Son Goku, dieser Kakarot hat eine viel, viel engere Bindung mit seinen Saiyajin-Brüdern und auch mit denen, die damals gestorben sind. Es ist für ihn wie die Z-Fighter quasi. Und dadurch, dass er erfahren hat, dass seine Eltern sie ihn gerettet haben, hat er diese Erkenntnis bekommen und den Wert des Lebens auch gelernt. Und das ist so ziemlich dieser Wandel von Son Goku. Im Endeffekt würden sich dann die Kämpfe ähnlich entwickeln. Das Genio-Kommando würde dann auch ausgeschaltet werden. Wie gesagt, ohne Kaioken ist es schwierig, aber ich denke, der Son Goku wäre viel, viel stärker. Also könnte man das doch möglich machen. Auch mit Zenkai-Boost ist hier eine wichtige Sache. Mit Dende würde man sich auch dann anfreunden. Man könnte hier sogar sagen, dass der oberälteste Guru das Potenzial von Son Goku entlockt, weil er merkt, dass Son Goku zwar Unschuldige getötet hat, aber sich geändert hat und das ist die einzige Chance von denen. Natürlich ist es ein bisschen schwierig, ob Guru das dann machen würde, aber wie gesagt, vom Kern her bleibt Goku mal gut und wenn er halt nicht vorher weiß, dass das, was er tut, nicht gut ist, kann man das schon irgendwie rechtfertigen. Auf jeden Fall, im Endeffekt würde Vegeta dann gegen Freezer genauso wie Manga verkacken, weil er denkt, dass er der Super Saiyan ist, er würde weinen und er würde dann sterben, genau wie im originalen Run. Son Goku ist natürlich mit Vegeta eng verbunden und es würde ihn sehr, sehr stark treffen, aber es würde genauso wie Manga sein, dass es nicht ausreicht für den Super Saiyan. Ich denke, Nappa könnte da vorfallen oder so, das wäre auf jeden Fall auch hier eine Möglichkeit und dann kommen wir schlussendlich dazu, dass es den Kampf gibt zwischen Freezer und Son Goku. Schlussendlich würde Raditz sterben und Son Goku würde dann zum Super Saiyajin werden und Freezer töten. Diesmal würde er Freezer vermutlich auch keine Chance geben zum Überleben, weil er ziemlich sauer ist auf Freezer. Und dann hätten wir das Problem, dass Son Goku am Arsch wäre auf einem Planeten, der vermutlich auch explodieren würde, so wie ja, damals auf Namek, und dann würden die Yadras ihn sehr, sehr stark retten können und dann haben wir das Szenario. Son Goku hat, ja, wie gesagt, die momentane Teleportation, aber er hat keine Freunde mehr. Vegeta, Raditz und Nappa sind alle tot, er weiß nicht wohin und dann stellt sich die Frage, was machen wir? Und hier könnte man sagen, dass man es folgendermaßen macht, dass Son Goku auf die Erde geht, weil er die Information bekommt von zum Beispiel Meister Kaio, der mit ihm sprechen könnte oder sonstigen, vielleicht auch von den Yadrats, oder vielleicht geht er erstmal auf Reisen auf andere Planeten und bekommt dort die Information, wie dem auch sei. Früher oder später könnte es zu einem Szenario kommen, wo Son Goku auf die Erde geht, um die Dragon Ball zu bekommen, wenn die denn noch so in der Form am Leben sind oder da sind, weil die Erde ist ein bisschen schwierig vom Szenario her, und von da an könnte er die Erde retten, von wem auch immer, der gerade da herrscht und die Erde im Besitz hat, und seine Leute dann zurückwünschen, mehr oder weniger. Dann könnte Majin Buu kommen und dann könnten alle Sachen in der Zukunft passieren. Und ja, ich habe versucht, so ein bisschen das realistisch zu verpacken, wie das ungefähr stattfinden könnte. Wie gesagt, Goku bleibt immer Goku, aber er hat auch diesen Saiyajin-Stolz gehabt. Ich denke, das ist so dieser Kern von dieser Namek-Saga, von diesem Arc an sich. Lasst mich gerne wissen, was ihr mit der Story gemacht hättet, wie ihr euch das vorgestellt hättet und weiteres in den Kommentaren. An Notz, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und Abo auf den Kanal. Ich bin damit raus. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.